Das ist übrigens eine offizielle Straße hier, die zwei Dörfer verbindet. Oh Mann, sowas werde ich scheinbar jetzt öfter begegnen. Ich will gar nicht wissen, wie dann die Wanderwege aussehen. Und ich laufe jetzt übrigens wieder die Hälfte runter, die ich hochgelaufen bin. Sehr schön. Fängt gut an. Ich habe hier mal meinen Hut aufgesetzt. Und es ist echt schon sehr viel besser, muss ich sagen. Dadurch ist es einfach nicht so heiß im Kopf und das macht sehr viel aus. So ein Wasserrinnsal gefunden. Schaut eigentlich relativ sauber aus, deshalb werde ich jetzt mal Wasser auffüllen, weil ich habe jetzt schon mir vorgenommen, jede einzelne Wasserquelle mitzunehmen, die ich habe. Ich bin ziemlich fertig. Ich bin von da hochgekommen und da war wirklich gar kein Weg, nichts. Aber jetzt schaut schon mal sehr schön aus. Aber dadurch, dass der Zug zu spät gekommen ist heute, bin ich ziemlich spät dran. Ich habe jetzt 10,4 Kilometer und es ist 13 nach 3. Und ich brauche am Ende ungefähr so 22 bis 25. Das heißt, ich habe schon noch was zu tun. 15 Kilometer. Und ich bin schon ziemlich fertig wegen diesem Steilhang hier. Aber wir werden sehen. Ich melde mich mal wieder. Es sollte nicht der letzte Berg gewesen sein. Da kam noch sehr viel mehr. Ich habe jetzt 800 oder fast 900 Höhenmeter gemacht. Ich habe das voll unterschätzt, wie viel hier an Höhenmeter sind. Außerdem ist die Sonne ein bisschen weggegangen, jetzt kommt sie gerade ein bisschen wieder, aber sonst ist gerade ein bisschen bewölkt, was ganz gut ist. Und da unten habe ich erst gerade stehen. Da sind tatsächlich Pferde. Naja, bis dann. Jetzt geht es erstmal runter. Woo! Sehr schöner Punkt, wo ich hier bin gerade. Sehr frei und offen. So wird das allgemein jetzt die nächsten Tage aussehen, das Gebirge in der Art so. Das sind sehr weite Graslandschaften, aber das finde ich ganz cool. Da hat man einen richtig weiten Blick. Schon nicht schlecht. Unsere Hütte diese Nacht. Es sind auch noch andere da. Die laufen sogar den gleichen Weg wie ich. Mal schauen, vielleicht laufe ich morgen mit denen mit. Wäre auf jeden Fall sehr cool. Ich möchte mal für einen ganz kurzen Moment dieses Klo festhalten, das einfach nur ein Loch im Boden ist. Oh Mann, ey. Hier kommt mal rein und hier ist das Klo. Krass, da stehen einfach Pferde mit einem Sattel drauf. Mega lustig. Und der Hund, der rennt gleich drauf zu. Den haben die übrigens aufgegabelt in Petruchan und deshalb nennen die den jetzt so. Mega lustig. Ja, nochmal sehr schöner Ausblick hier. Die drei Leute hier sind übrigens die, die ich getroffen habe auf der letzten Hütte. War übrigens eine super Hütte, wie ihr gesehen habt. Ich habe leider nicht so viel gefilmt. Jetzt sind wir gerade wieder unterwegs zur nächsten Hütte. Gestern waren es 26 Kilometer. Heute sollen es sogar noch ein wenig mehr werden, nämlich ein bisschen was über 30, aber das ist schon in Ordnung. So, wir machen eine ganz kurze Pause. Erste Pause heute, als Frühstück quasi. Der aus der Hütte hat uns sogar was mitgegeben. Moment. Also als Frühstück quasi. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Nee, kann man nicht sehen. Hier. Das sind solche armen Ritter, glaube ich. Das ist so Toastbrot, das dann quasi in Milch und Eiern angebraten wird. Sehr lecker. Schönen Ausblick. Ja, und da unten am Tisch, wo wir sitzen quasi.
sieht man auch nicht so oft, dass irgendwie Kühe im Wald rumstehen, oder? Wenn die anderen mich jetzt nicht dazu überredet hätten, hätte ich jetzt hier übernachtet. Jetzt laufe ich doch weiter. Es sind noch ungefähr 14 Kilometer. Ja, wäre halt eher so eine Bruchbude gewesen, ne? Ich schaue jetzt mal ganz kurz rein, interessiert mich schon, wie das da ausgesehen hätte. Die Hütte mag zwar abgeranzt sein, aber der Ausblick ist geil. Run! He will get kicked. Oh! Oh! No! So, wir sind in der neuen Hütte angekommen. Und ja, die toppt nochmal alles an Abgeranztheit. Wir laufen diesen Gang entlang. Das ist unser Zimmer, Nummer 4. Ja, also im anderen Zimmer, wir haben übrigens zwei Zimmer, hier gibt es keine Elektrizität, wohlgemerkt. Und im anderen gibt es nämlich sogar Steckdosen. Was ein Luxus. Da hinten, hier. Hier gibt es sogar Steckdosen. Und hier ist das Badezimmer, wenn man es so nennen mag. Ich weiß nicht, ob man überhaupt irgendwas sieht. Es ist echt krass. Es ist schon echt krass. Oh Mann. Naja, okay. Nee, der Tag heute war sehr lange, muss man sagen. Der Tag heute hat 37,4 Kilometer gehabt, 1100 Höhenmeter. Wir sind alle schon ziemlich fertig. Aber naja, mal schauen, was die nächsten Tage auf uns wartet, weil es heute Abend zu essen gibt. Ja, wir werden sehen. Ja, guten Morgen. Wir packen hier gerade wieder zusammen. Hab eigentlich ganz gut geschlafen und die anderen auch. Wir haben jetzt kurz vor 6 und dann laufen wir wieder los. Wir haben heute wieder einen längeren Tag vor uns. Sollten diesmal so in die 32 Kilometer werden. Ja, schau mal. Sehr schöner Ausblick. So, kurze Pause. Die anderen kommen hier gleich noch. Da hinten irgendwo, da. Ja, wir sind jetzt gerade hier an der Gabelung. Da geht es jetzt rechts zur einen Hütte und links zur anderen. Wir gehen aber zur anderen, weil die ist weiter weg. Zu der anderen wären es jetzt nur noch, keine Ahnung, 2 Stunden oder so. 7-8 Kilometer. Und zu unserer ist noch länger. 5 Stunden und 40 Minuten. Läuft aber so ganz gut bisher. Wir haben schon ein bisschen was eingeholt von der Zeit laut Schildern. Es ist wieder relativ heiß, aber jetzt auch nicht so, also auch nicht zu heiß, würde ich sagen. Es hat, glaube ich, heute so 24 Grad nur. Also nur. Aber ist in Ordnung. So, wir sind noch in einer schönen Hochebene angekommen. Die anderen sind noch da unten irgendwo hier. Und hier ist wirklich ein super Ausblick. Sehr schön. Wo ist denn hier neben irgendeinem Denkmal auch? Bin ich ganz sicher, was genau das ist. Genau, soweit ganz gut. Wir haben 19 Kilometer oder so. Weiter geht's. Wieder ein paar Kühe. Diesmal ein bisschen näher. Sehr schöne Aussicht übrigens. Wieder mal sehr schön hier. Sehr schöner Platz. Wir sind jetzt auch sehr hoch, ich glaube am höchsten Punkt, über 1700 Meter. Wir haben bei 960 gestartet, das ist schon gar nicht so schlecht. Okay, wir kommen gleich an der nächsten Hütte an. Das ist jetzt die Hütte Kashana. Hier an der Straße, wie man sieht. Die ist abgebrannt, gar nicht so lange her. Und die wird jetzt neu aufgebaut. Und deshalb muss man nebenan schlafen, so ein Bungalow. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das dann aussehen wird. Und ich werde euch das natürlich mal zeigen. Wie viele Kilometer waren es jetzt? 32,5 Kilometer, habe ich auch erwartet, so zwischen 32 und 33. Schon ein anstrengender Tag wieder gewesen, aber wir sind jetzt schon 4 da, passt. Kurz vor der Hütte, einfach noch ein paar Kühe auf der Straße.
So, hier scheine ich richtig zu sein. Wo genau wir jetzt übernachten? Ich denke da, das ist die Haupthütte. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wir werden sehen. Also, das ist die Unterkunft. Also, das ist das Haus. Schaut sehr schön von innen aus. Wenn ich es nicht vergesse, zeige ich es euch auch mal. Da ist noch so eine Hütte, Feuerstelle. Und da unten haben wir sogar einen See, einen kleinen. Sehr schön eigentlich. Schöner als die anderen zumindest bisher. Besser als neben dem Schrottplatz. So, während ich was koche hier, weil ich habe ja Spaghetti mitgenommen und das war eigentlich ziemlich doof, weil man kann auf den Hütten die ganze Zeit was essen. Aber ich spare mir ein bisschen Geld. Kann ich euch mal die Wohnung vorstellen. Hier habe ich noch meine Sachen gerade gelagert. Also wir kommen hier rein. Hier haben wir unser schönes Schlafzimmer. Genau. Und da drüben ist nochmal Schlafzimmer und gleichzeitig Küche und Esszimmer und alles eigentlich. Da schlafen die anderen beiden. Und wir haben sogar noch ein Bad. Typisch als Klo, Waschbecken und Dusche in einem. Also die Dusche, die geht gleichzeitig aufs Waschbecken drauf. Aber das ist hier irgendwie relativ normal, habe ich das Gefühl. Nur mal, dass ihr so einen kurzen Einblick bekommt in das Ganze. Hier hängt übrigens unsere Wäsche, die hier. Im Haus haben sie nämlich eine Waschmaschine gehabt und jetzt konnten wir mal unsere Wäsche waschen. Haben wir zwar die letzten Tage auch schon gemacht, aber nur mit der Hand und jetzt mal gescheit.